Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Die Siedler. Pause vorbei, los geht's. Ich meine, unsere Siedler hier, die arbeiten ja sowieso immer. Sind alle recht fleißig. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Unsere Eisenschmelze ist mittlerweile bei 100%. Das freut mich. Schmiede arbeitet zu 94%, das ist auch in Ordnung. Das heißt, es ist immer für Nachschub gesorgt, was Schwerter und Schilder angeht. Das ist doch schon mal die Hauptsache. Guck ich nochmal rein. Kohle ist immer noch auf Null. Dafür haben wir genug Eisenerz. Golderz haben wir mittlerweile auch genug. Ja. Der gute Fudel hat angemerkt, dass wir kein Bullet mehr auf Lager haben. Das ist wahr. Was machen wir denn da? Da bauen wir am besten noch eine Mühle und einen Bäcker, würde ich mal vorschlagen. Oder? Klingt wie ein Plan. So. Was ist er nochmal hier? Er ist die Eselzucht. Der braucht nicht so viel Platz. Da können wir dann durchaus hier die Mühle hinstellen. Wo ist er? Packen wir da die Mühle hin. Hoffentlich können wir da eine Straße hinbauen. Einmal so rum, das macht ja nichts. Und den Bäcker dann hier. Moment einmal. Da habe ich ja schon einen Bäcker gebaut beim letzten Mal. Hatte ich ganz vergessen. Gut, dann ist es ja ganz gut, dass wir noch eine zweite Mühle gebaut haben. Direkt hier in der Nähe. Dann passt das ja ganz gut. Eventuell sollten wir uns noch einen Bauernhof irgendwo anschaffen. Hier haben wir einen, obwohl wir haben eigentlich schon genug Bauernhöfe. Passt hier im Bauernhof hin? Da wird einer hinpassen. Hat er denn auch genug Platz? Müssen wir darunter erweitern? Könnten wir. Wir können also hier im Bauernhof hinbauen. Das probieren wir einfach mal aus jetzt. Auch wenn es Quark ist. Dann können wir ihn hier wieder abreißen. Nur ein paar Rohstoffe, die dann draufgehen. Binden die Straße hier rüber. Dann mal sehen, ob er dann hier vernünftig Felder anlegen kann in den grünen Bereich. Hier über dieses Skelett hinweg. Mal schauen. Weiterhin wollen wir uns in dieser Episode erweitern. In den Osten. Indem ich hier dann noch eine Baracke hinbaue. Na, komm, eine Baracke. Kommen wir auch hier schön rüber die Straße. Und wollen wir mal gucken, dass wir dann hier hinten auf unseren Gegner treffen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber gerade eine Nachricht bekommen, die wollen wir erstmal abrufen. Militärgebäude wird besetzt. Das war dann genau das Gebäude, genau. Dann können wir uns hier schön weiter erweitern. Weiter erweitern. Ja, passt schon. Da sind zwei Soldaten drin. Okay, soweit so gut. Das ist ja auch noch so eingestellt, dass alle Häuser diesmal komplett besetzt werden. Alle Baracken, alle Wachtürme mit Soldaten. Die müssen nicht befördert werden. Das hatte ich extra ausgestellt. Die hier, müssen die noch befördert werden? Eher nicht. Sollten erstmal die Soldaten hier oben befördert werden, die hier drin sind. Hier und dann anschließend hier drin sind. Falls wir dann auf Gegner treffen, damit wir da schon mal starke Soldaten zusammen haben. Was machen unsere Fischer beim letzten Mal? Haben wir sie hingebaut? 100%? 100%. Noch eine neue Nachricht. Ein Lager ist fertig. Wo ist es? Da ist es. Das ist sehr praktisch. So, dann können wir dort nämlich jetzt auch schöne Sachen einlagern, wie zum Beispiel das ganze Eisenerz, das dann nicht immer weggetragen werden muss bis ins Haupthaus hier oben. Das kann dann hier im Lager eingelagert werden. Na, das sieht doch ganz gut aus. Schön, was machen unsere Fischer hier unten? 90%, 100%, das läuft auch. Also haben wir im Prinzip nur Brotprobleme. Brot für die Welt. Und Brot für unsere Siedler. Gut, müssen wir mal sehen, ob sich das erledigt, indem wir die neue Mühle dann fertig bauen und hier den Bäcker versorgen können. Der arbeitet gerade mal bei 9%, das ist natürlich nicht viel. Und hier der Bäcker arbeitet auf 94%. Können wir den Warenstrom irgendwie einstellen, dass die Klamotten zuerst zum Bäcker gehen, anstatt zur Eselzucht oder zur Schweinezucht? Wie ging das denn nochmal? Das ging noch irgendwo. Warenproduktion. Soweit, so gut. War es das hier? Inventur? Okay. Ja, da haben wir doch 8 Brote. Warum werden sie mir denn nicht angezeigt? Ist ja ein Ding. Das ist trotzdem nicht viel, 8 Brote. Das ist zu wenig. Verteilung, genau. Getreide. Erst einmal, genau, wenn wir das so hochstellen, geht das meiste dann an die Mühle. Und der Rest dann erst anschließend zur Schweinezucht und zur Brauerei. Und die Brauerei vielleicht auch noch einen höher stellen für unsere Bergwerke. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Haben wir die Mühle jetzt mal hochgestellt. Vielleicht stellen wir die Mühle mal ganz nach oben. Damit wirklich so viel wie möglich in die Mühle reingeht. Aber war's das? Nahrung. Goldbergwerk, Eisenbergwerk, Kohlebergwerk, Granitbergwerk. So viel auch klar. Aber Brot direkt können wir jetzt nicht einstellen, dass das zuerst produziert wird. Ich glaube nicht. Doch hier. Ja, Wasser für die Bäckerei. Okay, das ist kein Problem. Beide Bäckereien haben genug Wasser. Hier, der hat genug Wasser. Der hier unten, der hat auch genug Wasser. Bei dem fehlt halt nur das Korn im Moment. Na schön, vielleicht sollten wir doch noch, obwohl,
Wir bauen ja hier einen Bauernhof hin, dann brauchen wir jetzt nicht noch einen zusätzlichen Bauernhof bauen. Dann habe ich noch den Tipp bekommen, dass ich doch öfter mal den Kundschafter aussenden soll. Das mache ich auch. Schicke ich den mal dahin. Kommt der dahin, ohne Straße? Mal sehen, kommt er da raus? Du bist nicht der Kundschafter, oder? Du trägst einen Fisch auf dem Kopf, oder was auch immer. Du hast Gold. Müssen wir bestimmt die Straße darunter verbinden. Na gut, das ist ja jetzt kein Problem. Dann machen wir das mal eben. Binden wir die Straße hier hoch und klicken dann nochmal auf Kundschafter oder Erkunder aussetzen. Aussetzen. Setzen wir aus, genau. Nein, aussenden natürlich. Na, wo bleibt er denn? Da kommt er. Da mit seiner Waschbärenfellmütze. Waschbärfellmütze, so. Genau. Dann geht er da unten erkunden. Das gleiche können wir hier nochmal machen, indem wir hier mal einen Erkunder aussetzen. Schon wieder aussetzen. Aussenden natürlich. Haben wir denn noch einen zweiten? Ja, da kommt der zweite. Sehr schön. Und die sollen sich da mal schön umgucken. Denn eventuell treffen sie da unten oder hier im Osten dann ja schon mal auf Gegner. Müssen wir mal sehen. Also ich hätte wirklich zu Beginn des Spiels nicht gedacht, dass die Karte so groß ist. Was haben wir hier? Einen Brunnen haben wir hier. Könnten eigentlich mal einen Holzfäller hier unten hinbauen, oder? Den ganzen Wald, dass der den Wald mal abholzt. Wie sieht es denn holzmäßig aus? 5 Bretter haben wir nur noch und gar keine Baumstämme mehr. Alles klar, dann kommt da unten ein Holzfäller hin. Wenn wir den irgendwo hinbauen, da können wir ihn hinbauen. Holzfäller. Straße verbinden, hier oben hin. Das geht nicht. Vielleicht muss ich die Straße dann mal manuell bauen. Hier, da. Das gibt einen Umweg. Dann bauen wir die Straße halt hier hin. Oder dort. Oder wo auch immer. So. Ist ja gar kein Umweg jetzt, die Straße hier rumzulegen für den Holzfäller dahin. Aber kein Problem. Gut, was macht denn das? Das Jagdhaus, 0%. Hat er keine Tiere mehr hier? Ist wahrscheinlich alles zu dicht schon bevölkert hier. Das hier, ich sehe auch keine Tiere mehr hier rumrennen. Das Forsthaus ist schön am Forsten. Der Holzfäller arbeitet zu 100%. Das Sägewerk war das hier, oder? 54%. Eventuell könnten wir hier oben noch eine Holzhütte hinsetzen. Falls wir hier irgendwo Platz haben. Also einen Holzfäller, meine ich. Hätten wir da ein bisschen Platz. Aber leider hier kein Platz. Hier können wir noch was hinsetzen. Na, lassen wir das erstmal. Vielleicht reicht auch der Holzfäller da unten aus, den wir jetzt gerade neu bauen. Das könnte ja durchaus sein. Was machen unsere Bergwerke? Das hier oben haben wir ja stillgelegt, das Granitbergwerk. Das brauchen wir ja im Moment nicht, aber sowieso genug Granit haben. Das Kohlebergwerk hier arbeitet zu 100%, obwohl er kein Brot und kein Fisch mehr hat im Moment. Oder soll er mal sich nicht so anstellen? Wenn wir ein bisschen Diät machen hier, ist ja wohl kein Problem. Die Goldbergwerke, alles. Alles läuft zu 100%. Hoppala, was habe ich denn jetzt gemacht? Fahne abreißen, so. Na, du sollst das anklicken, Junge! Was ist denn los? Da 100%, genau. Hier hatten wir Kohlebergwerk 100% und das Kohlebergwerk 94%. Das ist okay. Das ist okay, das funktioniert. Was macht unser Bäcker hier unten? Ist mittlerweile schon bei 18%. Das reicht mir aber noch nicht. Die Mühle ist gut ausgelastet mit 100%. Ist also keine schlechte Idee, dass wir hier noch eine zweite Mühle hinbauen. Das passt so. So, damit dürfen wir jetzt unser Militärgebäude hier im Osten besetzt haben. Sehr schön. Und immer noch eine weiße Fahne. Und immer noch kein Gegner in der Nähe. Na, dann müssen wir halt hier noch eine Baracke hinbauen. So, immer schön Baracken bauen. Hier noch einen Erkunder aussenden. Wo ist denn der andere Erkunder? Da ist er. Puh, das ist ein ganz schön weiter Weg hier, dieser Steg hier übers Wasser. Wer weiß, wie alt das noch ist, bis zum anderen Inselteil, dass wir da eventuell auf Gegner treffen. Das ist man ja immer noch nicht. Das macht der Erkunder hier unten. Der Erkunder erkundet. Das ist sehr schön. Und so können wir hier nochmal 1, 2 Fahnen hinsetzen, damit der ganze Transport mal ein bisschen schneller geht. Können wir hier noch eine Fahne hinsetzen? Setzen wir da noch eine hin, damit der Bauernhof ein bisschen schneller losgeht. So, die Mühle ist noch nicht besetzt, aber da kommt jetzt gerade der Müller. Warum heißt der eigentlich bei der Mühle? Wenn jemand in der Mühle arbeitet, müsste er doch eigentlich Müller heißen und nicht Müller, oder? Sehe ich das jetzt mal so verkehrt? Egal. Können wir die Straße hier rüber verbinden? Nein, das können wir nicht. Eventuell können wir die Straße hier unten mit verbinden. Mit dem... Das geht auch nicht. Schade. Na gut, da müssen sie halt immer einen gewissen Weg hier rumlaufen. Aber da kommt auch schon direkt das erste Korn, was in die Mühle geht. Sehr schön. Will nicht hoffen, dass darunter jetzt unsere Bauernhöfe und unsere Esel zuchten und Schweine zuchten. Oder heißt es züchten leiden? Das wollen wir nicht. Hier im Lagerhaus ist schon Granit eingelagert und Golderz eingelagert. Und ich habe eine Nachricht bekommen. Keine weiteren Fischbestände. Wo denn genau?
Das hier hat keine weiteren Fischbestände. Das ist nicht so positiv. Aber das macht nichts. Reißen wir die Hütte hier ab. Wir haben uns hier ja wieder eine ganze Menge Meer erschlossen. Eine ganze Menge Küste erschlossen. Ist nur die Frage, ob wir hier was hinbauen können. Bauen wir hier eine Fischerhütte hin. Oder machen wir das anders. Bauen wir hier eine Fischerhütte hin. So. Schön verbinden. Hier mit der Straße. Das passt. Auch wenn es hier wieder ein Umweg ist. Halb so wild. Und hier können wir dann noch einen Granitsteinbruch hinbauen. Der passt hier so wunderbar hin. Oder? Ist das eine gute Idee? Ja, machen wir das einfach mal. Ein Steinbruch. Bauen wir dann einen Steinbruch hin. Straße bauen. Können wir es hier hin verbinden? Nein. Können wir es hier hin verbinden? Ja, das geht. Sehr schön. Dann haben wir hier einen neuen Steinbruch. Der ist zwar nicht zwingend notwendig, weil, wie gesagt, Granit haben wir ja eigentlich noch genug. Haben wir immer noch 129. Nee, das ist eigentlich unsinnig. Ich reiß das wieder ab. Das brauchen wir im Moment einfach nicht. Das wäre einfach nur verschenkte Ressourcen. Ja, lassen wir das mal. Wenn wir noch so viel Granit haben, dann brauchen wir das im Moment nicht. Schön, hier gehen schon die ersten Münzen in die Richtung. Da werden sie weiter befördert, die Soldaten. Das ist gut, falls wir dann wirklich mal auf gegnerische Soldaten hier hinten treffen sollten. Wer ist er hier hinten? Ach, das ist unser Erkunder, oder? Ja, dann soll er mal schön erkunden. Ah, schön macht er das. Immer schön weitergehen, immer schön erkunden. Was macht unser Erkunder im Süden? Ja, der hat ja auch schon eine ganze Menge freigelegt und immer noch keine Gegner in Sicht. Tja, vielleicht wird es dann doch mal Zeit, hier wieder eine Baracke hinzubauen. Einfach um unser Einflussgebiet zu erweitern. Können wir die Fahne abreißen und dann können wir hier was Größeres sogar hinbauen. Sollen wir da einfach mal eine Festung hinbauen? Obwohl, das wäre... Nee, das machen wir nicht. Aber einen Wachturm können wir hinbauen. Das passt. Kostet zwar auch wieder eine Menge Ressourcen. Aber umso weiter kann der Wachturm dann ins Landesinnere hineinschauen. Gut, hier liegt eine Münze rum. Ah, da kommt schon jemand und trägt sie nach... Wahrscheinlich hier unten. In die Baracke. Gut, also das klappt alles. Was macht unsere Münzprägerei? Die arbeitet zu 100%. Die hat genug Kohle, die hat genug Golderz. Die arbeitet also. Um die Beförderung unserer Soldaten brauchen wir uns keine Sorgen machen. Hier das Lagerhaus, ja, da ist hier noch nicht so viel drin. Granit ist drin, Golderz ist hier drin. Eventuell sollte ich noch einmal hier einen Gelehrten rufen, dass wir eventuell noch ein drittes Eisen, oder besser gesagt Goldbergwerk hier aufbauen, hinbauen. Wenn wir denn schon das Lagerhaus hier in der Nähe haben, sollten wir das ausnutzen. Eventuell noch ein zweites Kohlebergwerk. Natürlich jetzt die Frage, wie es essensmäßig aussieht, denn wenn wir irgendwann die Bergwerke nicht mehr komplett versorgen können mit Essen, dann hat das auch keinen Sinn. Schinken haben wir genug, Brot haben wir gar nicht mehr, Fisch haben wir gar nicht mehr. Wo konnte ich denn nochmal Inventur aufrufen? Inventur, dort hier. 13 Brot, 7 Fisch. Die haben wir also irgendwo, ist nur die Frage, wo. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir uns eine zweite Schweinezucht aufbauen. Wenn wir denn jetzt in Angriff nehmen sollten, neue Bergwerke zu bauen. Die Frage, wo wir sie hinbauen. Wenn ich sie hier hinbaue, nehme ich den Bauernhof Platz weg. Hier unten. Ich weiß nicht, ob das gutes Land ist für eine Schweinezucht. So halb in diesen Sumpfgebieten an der Küste. Gute Frage. Nächste Frage. Hier sind sie unheimlich weit ab vom Schuss. Hier oben wäre es dann wieder im Weg vom Bauernhof. Gute Frage. Was machen wir? Wo bauen wir die Schweinezucht hin? Die Schweinezucht. Hier irgendwo? Nein, das ist Unsinn. Hier nehme ich auch den Bauernhof den Platz weg. Man könnte es hier probieren. Am Ende dieses Bauernhofs. Wie gesagt, weit ab vom Schuss, aber nun gut. Bauen wir da mal eine Schweinezucht hin. Verbinden die Straße einmal hier runter. Und verbinden die Straße einmal hier hoch. Das sollte auch gehen. Es war dann nicht mehr allzu viel Platz für den Bauernhof hier, um seine Felder anzulegen. Naja gut, mal gucken. Wenn wir schon eine Schweinezucht hier hinbauen, dann können wir hier unten auch eine Metzgerei hinbauen, oder? Sollen wir sie hier hinbauen? Das machen wir. Fleischerei bauen wir dahin. Mal sehen, wie gut sie dann versorgt wird, wie gut der Plan ist, dass ob die hier unten auch dann wirklich klarkommen. Bauernhof, welches dann Getreide zur Schweinezucht bringen, Schweinezucht dann Schweine zur Fleischerei. Mal sehen, ob das so hinhaut, wie ich es mir vornehme. Müssen wir mal gucken.
Werden wir dann sehen. Er jubelt, er hat was gefunden, er hat Kohle gefunden. Das ist gut. Und du solltest jetzt eigentlich hier in dem Bereich nach Gold suchen. Naja, wird er schon machen. Was macht unser Erkunder hier unten? Naja, der ist glaube ich schon wieder zu Hause. Hat aber fertig erkundigt. Erkundet. Sehr gut. Genau wie hier. Und immer noch keine Gegner in Sicht. So, was macht das Gebäude hier? Das ist noch nicht besetzt. Aber da dürfen jetzt gleich die ersten Soldaten ankommen. Na, da laufen sie schon. Eins, zwei. Werden dann dort hinten unsere neue Baracke besetzen. Ja, dann mal sehen, wie weit das hier rüber geht. Und ich vermute, hier werden wir dann wirklich irgendwann mal auf unseren ersten Gegner treffen. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Wir werden es sehen. Gut, würde ich sagen, machen wir dann für heute mal wieder einen kleinen Cut an der Stelle. Das war's mal wieder von Die Siedler. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.